Hallo, liebe Freunde der Untoten und Hüllen. Willkommen zurück hier bei Dark Souls 2 und den Tales of Dranglake. Und wir befinden uns hier immer noch in der Niemandswerft, wo ich ja im letzten Teil das hier irgendwie verbimmelt habe, weil ich mich da ins Leuchtfeuer gesetzt habe, wo ich hier schon alle Gegner erledigt gehabt habe. Ich habe dann die Gelegenheit genutzt und bin nochmal nach Majula zurück. Und habe heute... Und habe... Jetzt trifft er mich hier noch, oder? Ne, der kommt nicht so weit. Und habe meinen Zauberstab nochmal um eine Stufe abgegradet. Weil ich hatte ja noch eine große Titanitscherbe. Die habe ich ja irgendwo gefunden. Weiß bloß nicht mehr wo. Und habe da eben einmal noch mal ein bisschen verstärkt. Genau. Und jetzt schießen wir den hier noch ab. Na, wo ist der? Oh, ich ziele wieder schlecht. Und den hier vorne auch noch. Na. Genau. So. Ich muss bald Pfeile nachkaufen, so wie ich das hier sehe. Genau. Und jetzt holen wir uns aber eine Fackel noch mit. Und ich setze mich jetzt hier nicht hin. Und ich werde mir dann weiter hinten da nochmal so eine Laterne da oder so anzünden. Was habe ich jetzt hier eigentlich für ein... Ja, passt schon. Damit ich hier nicht immer ans Leuchtfeuer zurückrennen muss, sollte ich das wieder vergessen. Genau. Zünde ich hier mal was an. Na komm. So. Und dann habe ich ja hier Hunderte von irgendwelchen Hunden, Gegnern und sonstiges. Ach. Boah, jetzt falle ich noch ins Wasser hier, oder? Ah. Ja, ich traue mich ja hier nicht wegrollen. Weil ich dann ins Wasser falle und nicht in jedem Wasser... Oh. Ah. In jedem Wasser kann man stehen hier. Dann mache ich mich mal hier ein bisschen vom Acker. Die Gegend hier ist ziemlich verwinkelt und ja, die Anzahl der Typen hier macht es nicht einfacher. Weil die wirklich aus allen Ecken rausgekrochen kommen. So. Ja, diese Geräusche. Abgesammelt hatte ich ja hier schon alles. Ach, genau, wer sich wundert, dass ich hier nicht auf Englisch umgeschaltet habe. Das liegt einfach daran, dass es hier ja keine neuen Items gibt. Das heißt, die Items sind eigentlich die gleichen, die sind nur... Uah, mal vorsichtig hier hoch. An andere Stellen gepackt worden.
Also da hat sich jetzt eigentlich nichts geändert. Und deswegen brauchte man da auch keine neuen Item-Beschreibungen, die man hätte übersetzen müssen. Ah, hier haben wir die Lucatil. What is it? I don't know you, and things are better that way. Normally, people keep a safe distance when they see this map. I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, they say Drang Lake brims with powerful souls, and so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. Well, you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever. You are an odd one. Well, okay, die sagt jetzt, sie kommt uns da zu Hilfe. Die können wir auch für den nächsten Boss beschwören und auch noch für andere Bosskämpfe. Das werde ich vielleicht auch machen. A land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Jo. Die hat jetzt eine Maske auf. Ich glaube, wenn man sie später trifft, hat sie diese Maske nicht mehr auf. Oh. Ich bin mir hier nicht sicher, wo die über alle herkommen. Oh, Hunde. Nervige Hunde. So. Überlegen. Kann ich das hier noch anzünden? Vorsichtig hier rein. Ich habe immer so die Befürchtung, dass mich hier einer von der Ecke aus anspringt. Uah, genau, das habe ich gemeint. Genau das habe ich gemeint. Die haben die ein bisschen anders angeordnet hier. Alles irgendwie. Ah, Mist. Kann ich den mit dem hier so irgendwie erwischen? Hier so durchs Fenster? Oh, der trifft mich auch hier. Ups, und ich treffe nichts mehr. Nee, komme ich hier nicht mehr raus. Dann lasse ich das lieber. Mal gucken. So. Jetzt muss ich aber meine Fackel unbedingt wieder anzünden, weil es geht hier rauf. Und diese Viecher haben Angst vor Feuer. Auf die Seite mit euch. Geht fort. Große Seele, explosive Wucht. Ups, und ich krieg eins in den Rücken geschossen. Also hier gibt es auch noch Items zum Einsammeln, aber die lasse ich jetzt. Das will ich eigentlich erstmal nicht. So, hier kann ich was anzünden. Kommt mir wenigstens nicht nachgelaufen. Ich hätte ja auch hier vorne runterspringen können, ehrlich gesagt.
Aber ich muss da oben eine Glocke läuten. Oh. Jupp. Zwei Stück. Wo kommt ihr denn her? Mich hier hinterrücks ermeucheln. Das merke ich mir. Ich sollte mal ein paar Levelpünktchen hier in meine Lebensgeister stecken, glaube ich. Man kann dieses Ding hier auch irgendwie mit einem Pfeil beschießen von unten. Die Glocke. Weil da kommt nämlich dieses Schiff hier angefahren. Ziemlich cool. Und dieses Schiff bringt uns nämlich dann in unser nächstes Gebiet. Jedenfalls auf die eine Seite von unserem nächsten Gebiet. Und auf dem Schiff findet sich auch unser nächster Boss. So. Stehen schon wieder einige da unten. Warten, dass ich denen da in die Fänge laufe. Lebenstein und Heimatknochen. So, ich glaube, brauche ich die Fackel hier noch? Weiß es jetzt gar nicht. Erstmal hier einen aus dem Weg räumen. Hier ist man auch immer gerne überfallen worden. Deswegen werfe ich jetzt hier mal einen vorsichtigen Blick runter, bevor ich da runterspringe. Oh, konnte man hier... Oh, das sieht jetzt auch anders aus hier. Das sieht mir sehr verdächtig aus. Also... Tischanordnung war hier nicht so. Oh, und wenn ich da runterspringe, komme ich nicht mehr rauf. Oder? Doch, hier. Irgendwie. Feuerpfeile. Schön. Hier so. Da ist jetzt nichts mehr, oder? Kein Item oder so. Ihr bleibt mal hier schön weg. Genau. Dann gehe ich nämlich woanders lang. Dann gehe ich nämlich hier runter. Was war denn das, bitteschön? Oh! Wow, 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 wow. Ich wusste, ich werde hier überfallen. Nee, und du bleibst mal da drin. So, hier muss ich nämlich vorsichtig sein. Ich will nämlich hier nicht sterben, bevor ich nicht den Shortcut aufgemacht habe. Irgendwie runterspringen müssen. Gut, das machen wir aber dann. Später nochmal. Oh, nein, nein, nein. Oh Gott. Geh weg. Oh, shit. Meine großen Seelenpfeile sind mir ausgegangen. Mist. Leute, ich weiß im Moment
gar nicht mehr so genau, wo ich hier hin muss. Ist gefährlich. Oh Gott, nein, ich will nicht hier sterben. Nein! Oh, das darf wohl nicht wahr sein. Shit. Shit, ich hätte den Shortcut aufmachen müssen. Das ist es immer, wenn man hier zu gierig ist. Ah, Mist, 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 Mist. So, dann machen wir das aber jetzt. Halt, das wollte ich ja gar nicht. Ah, dann müssen wir das jetzt hier im Schnelldurchgang machen. Ich versuche das jetzt hier mal mit YOLO. Alles nichts. Ich glaube, die. Ey. Nein, komme nicht nach hier. Ups. Oh. Aus dem Weg, aus der Bahn. Wo muss ich denn hier runter? Hier muss ich irgendwo runter. Hier muss ich runter. Na. So. Mal nämlich hier anders. Nein! Oh, das ist ja unglaublich, was der für Schaden macht. Wenn er mich einmal in seiner Kombi hier drin hat. So. Dann rollen wir das Ganze. Oh, fällt mal hier von der anderen Seite aus. Und der lässt sich auch nicht staggern. Oh Mist. Oh Gott. Das wollte ich jetzt nicht. Jetzt bin ich hier runtergefallen. Oh. Das ist jetzt ganz böses Foul hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na, ah, der Hund. So. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Wie komme ich jetzt da wieder zu meinen Seelen? Jetzt habe ich mich total verrannt hier. Aber das soll ja vorkommen. Na, wenn ich schon mal hier unten bin, dann kann ich ja hier auch noch bisschen Zeug einsammeln. Ich glaube, da unten gab es auch noch was. Aber wenn ich da jetzt. Hier könnte man so einen Pharos-Wahrheitsverkünder reinstopfen, aber
Also wenn ich da runterspringe, komme ich hier nicht mehr rauf. Nee, das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. So, dann gehe ich jetzt hier rein. Immerhin eine Kiste. Ich habe eine schöne Kiste gefunden, Leute. So. Reparaturhilfe und eine Titanitscherbe. Ich brauche große Titanitscherben, liebes Spiel. Und hier komme ich jetzt nicht rein. Da muss ich von da unten rein. Oh nee, dann bin ich ja wieder hier. Ich muss von da unten rein. Aha. Okay. Muss ich wieder irgendwie da durchlaufen? Aber jetzt habe ich die ja schon ziemlich dezimiert. Das geht ja einigermaßen. So, eigentlich will ich nicht mehr da oben drüber. Aber da bleibt mir wahrscheinlich gar nichts anderes übrig. Oder kann ich hier runterspringen? Nee, da bin ich, glaube ich, tot, wenn ich da runterspringe. Oh, mein Gott. Muss ich wieder hier durch? Das ist doch kacke. Hallo. Ach, du auch noch. Könnt ihr euch nicht mal gegenseitig hier? Ich will nicht da oben noch mal drüber. Irgendwie blöd, blöd, blöd. Nichts anderes übrig. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich da runterspringen sollte. Oh Gott! Nein, 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 nein! Lasst mich hier raus! Oh Gott, das will... Ach Mann! Das ist jetzt doch nicht wahr, oder? Ah. Ja, vielleicht kann ich doch von da oben runter hopsen. Das probiere ich jetzt beim nächsten Mal. Ah. Das ist jetzt nicht wahr. Ah, meine Seelen wiederholen. Mist. Wert ist natürlich auch unabgegradet hier. So, war das jetzt hier runter? Nee, das war hier hinten irgendwo runter, oder? Ja. Überlebe ich das, wenn ich hier runterspringe? Oh ja, Gott sei Dank. So. Hier haben wir nämlich den Gavlan, genau. Who are you? I, Gavlan, we, Gavlan, what? You, with Gavlan. Mit dem können wir handeln. Was hast du denn Schönes anzubieten? Ein Ring, Giftpfeile und Giftzeugs. You. Go home. Und dann mache ich hier mal auf. Und
Bei dem kann man dann auch Krempel verkaufen. Also da könnte ich alles Mögliche loswerden. Oh. Kerle hier. So. Muss nur meine Seelen einsammeln da draußen. Also die Gegend hier finde ich echt nervig. Aber ich glaube, jetzt haben wir es soweit geschafft. Du gehst mal hier schön wieder in dein Hütchen zurück. Da. Komm. Kann man euch hier eigentlich auch so mit Feuer, also... Ah, nee, nicht so wirklich. Aber als Pyromant kann man die ganz gut besiegen. Was haben wir denn hier noch drin? Also ich glaube, ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen liegen lassen da oben. Aber ich habe nicht alle Hütten durchsucht. Seid ihr eigentlich magieempfindlich? Naja, nicht so wirklich. Wieso ist jetzt hier nichts drin? Da könnte doch leicht irgendeine Kiste oder so sein, aber ist nicht. Hm, schade. Schade, schade, schade. So, jetzt will ich aber erstmal gucken, was hier so. Was hier so liegt. Ein Menschbild und zwei Lebenssteine. Lebenssteine brauche ich im Moment fast gar keine. Ist ja irgendwie... Habe ich jetzt die großen drin? Ja, komm mal her. Hier auf diesem Schiff können wir uns dem nächsten Boss stellen, aber ich will erstmal diesen Typen da vorne auf dem Steg anquatschen. Weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall ist es jemand, der uns Zauber lehren kann. So. Aber als allererstes werde ich hier mal den Shortcut freischalten. So. Und dann sprechen wir hier mal mit dem guten Meister. I am Carillion. Carillion heißt er, genau. No, no, do not be afraid. Ich muss bloß gucken, dass mich hier nicht einer noch überfällt. Was hast du denn anzubieten? Erhöht magische Abwehr und verkürzt die Zauberwirkzeit. Na gut, muss ich mir mal merken. Ja, will ich jetzt erstmal nicht brauchen. Und dann hat der alle möglichen tollen Zauber hier drin. Großer, schwerer Seelenpfeil. Dieser Zauber ist richtig gut hier in dem Spiel, also im Dark Souls 2. Der macht ja so eine Ablenkung. Also ein Köderzauber sozusagen. Dark Souls 3 habe ich mir den auch mal gekauft, hat aber nicht so richtig gut funktioniert. Aber hier in dem Teil ist der gar nicht schlecht. Ich kann auch noch die Pyromantieflamme verstärken. Ich habe aber keinen Feuersamen. So. The forces of magic, it is a fitting thing. I suspect that I may even conjure. Sorcery is yet a mystery. One day my teachings will save you. Okay, dann haben wir das schon mal erledigt. Oh, da habe ich noch Items liegen lassen, aber das ist mir jetzt egal. Diese Gegend finde ich total nervig. Vielleicht
komme ich irgendwie, wenn ich noch mal stärker geworden bin, hier vorbei. Ich werde jetzt zum Leuchtfeuer zurückgehen. Genau, das war da oben, wo ich dann nicht mehr zurückgekommen wäre. Das mache ich mal in einem extra Rundgang. So. Zumindest habe ich das hier jetzt geschafft. Und also Feuer brauche ich eigentlich nicht mehr. Kann ich ein bisschen meine Flammen sparen. Jetzt gehe ich mal nach Majula zurück. Und machen wir noch ein Level Up. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge hier den nächsten Boss vorknöpfen. Obwohl der von der Reihenfolge hier eigentlich noch gar nicht dran wäre. Aber es ist ja jetzt egal. So, und den Carillion müsste man doch hier irgendwo finden. Eigentlich nicht. Haben sie den auch irgendwo anders hingesetzt? Aha, wo haben sie den denn jetzt hingesetzt? Alle NPCs sitzen irgendwo anders, wo sie sonst sitzen. Boah, nee, kann ich den jetzt suchen gehen, oder was? Oh, nee, das darf wohl nicht wahr sein. Dem hätte ich gleich was abkaufen sollen da unten. Hier ist übrigens auch noch eine Händlerin dran. Ja, Mizi ist immer noch da. Aber der brauche ich jetzt auch noch nichts abkaufen. Oder sitzt der dann immer noch? Sitzt er jetzt immer noch da in der Niemandswerft? Ah nee, komm, ich kann doch jetzt hier nicht alles absuchen. Ah, nee. Okay, vielleicht sitzt er immer noch da unten. Weiß ich nicht. Muss ich noch auf Pyromantie umsteigen hier, wenn ich den nicht finde. Okay, gut. Also, wir machen mal einen Aufstieg hier. Stecken wir mal zwei Pünktchen hier rein. Seelen gefunden, genau. So, Bossseele können wir auch verbrauchen. Ein Vitalität und dann werden wir hier noch ein Menschbild verbrennen. Ist das nicht möglich? Wieso nicht? Wieso kann ich jetzt hier nichts verbrennen? Hier kein Menschbild verbrennen. Also da bin ich jetzt echt überfragt. Ah, dann reise ich mal hier wieder zurück. Wieso kann ich da jetzt kein
Hä? Wieso kann ich kein Menschbild verbrennen? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Verbrennen jetzt nicht möglich. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt kein Menschbild mehr verbrennen kann. Dann sehe ich ja die ganze Zeit so verhutzelt aus. Oh Mann, Leute. Gut, da muss ich mich erstmal erkundigen. Oder ich habe irgendwas übersehen, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich da noch irgendwas anderes machen. Aber ich dachte, man kann hier einfach das Menschbild so verbrennen. Okay, gut. Dann müssen wir halt jetzt so weitermachen, wie wir halt gerade so aussehen. Ich werde mal gucken, ob ich dazu ein paar Infos kriege. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.